Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu dieser kleinen Review oder was auch immer das hier wird. Wir spielen heute mal so ein paar Minuten oder mehr Donkey Kong Arcade oder auch Donkey Kong Classic oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir spielen hier die NES-Version. Es sollte eigentlich klar sein, wieso. Ich habe jetzt keine Arcade oder so. Und ja, ich werde mal so ein bisschen über das Spiel erzählen, wenn wir anfangen. Also würde ich mal sagen, fangen wir mal los, ne? Fangen wir los, ja. Das war toll, ja. Auf jeden Fall, fangen wir an. Das eigentliche Prinzip des Spiels ist, dass wir nach oben gehen, dass wir gegen Donkey Kong kämpfen. Das ist Donkey Kong da oben, der sah damals noch anders aus. Der seine Fässer auf uns schmeißt, damit wir nicht damit wir nicht Pauline retten, weil er hat sie halt gestohlen, so wie Bowser Peach heutzutage stiehlt. Oder kidnappt oder wie auch immer, wie ihr es sagen wollt. Ist mir eigentlich egal. Und wir müssen einfach über die Fässer springen, wenn die uns in den Weg kommen. Und ja, Pauline, das kam das erste Mal in diesem Spiel. Viele kennen die ja aus Mario Odyssey, weil die da ja wieder auftaucht. Und da haben die erste Stage schon geschafft. Hier sollte jetzt normalerweise die zweite Stage kommen. Allerdings, in all den ROMs, die ich gefunden habe und nachgeguckt habe, da kamen die irgendwie gar nicht vor. Ich kann euch mal zeigen, wie das im Arcade aussah. Da gab es auf jeden Fall, die Stage. Ich mochte sie nicht, ich mag sie immer noch nicht und ich finde sie ziemlich schwer. Schwieriger als diese Stage, auch wenn die ziemlich schwer ist. Und was kann ich denn dazu sagen? Ich habe auf meinem 3DS habe ich mir das Spiel gekauft für 5 Euro war es. 5 Euro ist ein bisschen viel für so ein Spiel, aber okay. Und da hatte ich die Stage irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Gut, aber hier sind wir jetzt an der Stage. Es gibt hier Items von Pauline, sowas wie der Schirm zum Beispiel. Manchmal sammelt Mario die nicht auf, dann muss man einfach mehrmals hier so hin und her wackeln, damit er die auch sammelt. Und habe ich schon erzählt eigentlich, dass Mario Glasbeine hat? Oh, seht ihr? Da sterbe ich auch schon. Mario hat einfach fucking Glasbeine. Das ist nervig in dem Spiel. Aber ja, in den späteren Spielen hat er dann seine Operation bekommen, da er keine Glas mehr hat oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, ich wollte cool sein. Tut mir leid. Ich werde auch demnächst die anderen zwei Teile machen. In der Spiel hätte noch zwei weitere Teile. Donkey Kong Jr., was noch bekannt war, und Donkey Kong 3, was nicht so bekannt ist. Weil die danach auch aufgehört haben mit den Spielen. Aber die Trampoline, die kann ich mir gleich mal erklären. Oh, die Sasche, oh geil, Punkte geiern. Oh, warte. Ah, da ist gerade noch Feuer. Ich will die Punkte. Ich will die Punkte geiern. Ach, geh doch weg. Ach, dann leck mich. Übrigens, wenn ihr hier steht, dann werdet ihr niemals getroffen. Die Trampoline, die haben zwei verschiedene Patterns, wie auch immer. Und am besten. Jetzt. Glaube ich. Yes! Geil, oh ja. Und da haben wir die letzte Stage. In der Stage, die ist eigentlich ziemlich einfach, außer dass da Feuer überall ist. Wir müssen hier rüber. Übrigens bin ich der Einzige, dem es aufgefallen ist, Also, ich hatte gerade das Gefühl, dass das Feuer ganz anders aussah als im letzten Level. Ja, okay. Und wir haben hier übrigens einen Hammer, den benutze ich irgendwie gar nicht. Den kann ich mal zeigen. Mit dem sind wir unbesiegbar für eine kurze Zeit. Wir können aber nichts machen, wir können nicht springen oder sonst was. Damit können wir uns einfach nur verteidigen. Und ja. Bitte, bitte. Als ob! Oh Gott. Als ob. Okay. Ich muss mich immer wieder mal so ein bisschen konzentrieren, aber das sollte man verstehen können. Hoffe ich. Wie jetzt hier nicht wieder totale Noob rüberkommen. Wie jemand, wie das Spiel noch nie gespielt hat, dass er das immer mit euch spielt. Nee. Und damit haben wir das Spiel auch schon durch. Yeah. Wir haben Pauline gerettet. Allerdings kann man das Spiel jetzt nochmal von vorne spielen und Punkte geiern. Genauso wie im Arcade. Und das machen wir jetzt auch ein bisschen, bis wir Game Over gehen, würde ich sagen. Und ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen gut zu sein. Also ein bisschen gut zu sein, genau. Nee, ich versuche jetzt mal so ein bisschen so eine Art Highscore oder sowas zu erreichen. Hier für das Let's Play. Let's Play, genau. Video. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das heißen wird. Wenn du so eine Review, weiß ich nicht. Wenn du Review ist ja eigentlich ganz anders aufgebaut. Aha. Ich habe Angst, weil das ist random, ob die jetzt runterklettern, die Fässer. Oder nicht. Und ich will nichts riskieren. Oh, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, wie knapp. Hopp. Und. Hui. Und da sind wir auch schon durch. Ja, geilo. Ja, geilo. Bei der zweiten Stage wäre ich eh wahrscheinlich nur Trial and Error.
Zumindest für mich, weil ich kann die Sage einfach nicht, das zweite. Diese Sage, die habe ich jetzt ziemlich gut drauf. Ich hatte da früher auch meine Probleme mit und... Oh, ich dachte gerade, ich will sterben. Ich hatte auf jeden Fall mit der Sage meine Probleme damals. Aber jetzt geht's eigentlich voll klar. Oh nein, was mache ich denn? Oh, tut mir leid, das war ziemlich, ziemlich dumm von mir. Jetzt haben wir unseren Nuller ab. Geil. Hab ich eigentlich schon gesagt, wie man One-Ups bekommt? Nicht, oder? Man kann sie nicht bekommen. Da habt ihr eure Erklärung. Ach, als ob! Ach, Mano! Da sind wir Game Over. Komm, ich würde sagen, wir machen noch mal einen Versuch. Und jetzt konzentriere ich mich mal. Wir werden wenig weniger kommentieren und gut sein. Ungefähr so. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall erraten. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Spiel auch mal zu spielen. Ja. Weil es schon ziemlich cool ist, wie ich finde. Geht er runter? Nee, der kommt nicht runter. Und yes, nice, okay. Timing, nice. Donkey Kong sah damals ziemlich anders aus. Also komisch aus. Viele sagen ja auch, dass dieser Donkey Kong hier cranky ist. Das glaube ich persönlich auch, ehrlich gesagt. Dass das hier eher cranky ist. Wir sagen ja auch, nach Cranky kam auch noch so ein anderer Donkey Kong, so ein schwarzer oder was auch immer. Also mit schwarzen Fell meine ich natürlich. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Also vom Game Boy halt dieser eine, keine Ahnung. Es gibt viele Theorien. Ob das jetzt, welcher Donkey Kong das jetzt ist, ob das der echte ist oder nicht. Kann das Feuer mal bitte weggehen? Bitte. Hau ab. Kusch. Dankeschön. Bitte geh jetzt nicht um mich. Ich will Punkte geiern, bitte. Oh Mann, ich will Punkte geiern! Bitte! Ja! Yes! Punkte! Oh, geil! Achievement unlocked, Alter. Punkte geiern. Oh, das war zu spät, oder? Oh nee, war es gar nicht, war es gar nicht. Nein. Na, nochmal die letzte Stage. Soweit ich weiß, geht's nach oben rechts. Seht ihr übrigens, M sind die Leben. Bonus ist halt, wenn man schnell genug ist, kriegt man einen Bonus. Und das L ist halt die Level. Das Level, was man gerade ist, wie oft man das durchgespielt hat. Nach 9, soweit ich weiß, kommen die Buchstaben. Ich habe noch nie herausgefunden, was nach den Buchstaben kommt, aber ich bin aber schon bei L, glaube ich, oder so, beim 3DS, weil ich suchte das halt so ein bisschen. Aber ich kann euch sagen, das wird ziemlich, ziemlich schwierig danach. Das ist richtig schwierig. Okay, nice. Und da haben wir das auch nochmal durch. Hui! Ja, 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 geil, haben sie zum 5000. Mal gerettet. Nice. Was könnte ich sonst noch zum Spiel sagen? Ich benutze die Hämmer eigentlich nur manchmal. Und nein, man kann hier nicht ganz am Rand dahin gehen. Und dann hochspringen. Hier, das geht nicht. Das ist hier nur für die Fässer. Man kann hier nicht hoch. Oh, hier mal den Hammer. Oh! Ach, als ob das schon so... Seht ihr? Der stirbt bei einem Meter runterspringen. Bei einem halben Meter. Oder sagen wir so, bei fast einem Meter, da ist ja doch alles okay. Ist ein ganz leichter Aufprall so. Aber dann ein ganzer Meter. Digga, das ist viel zu übertrieben. Das hätte nicht mal ein normaler Mensch durch, Alter. Übertreibt man nicht. Als ob! Ach! Sowas muss man halt auch bedenken, dass sowas passieren kann. Ja, ich glaub, ich passe nicht mehr so viel auf. Ach übrigens, wenn ihr ins Öl geht, dann glaube ich stirbt ihr auch aus dem Öl, kommt auch so ein Feuer raus. Das verfolgt euch dann, wenn ihr zu langsam seid. Also es ist ziemlich langsam, also ich habe es noch nie erlebt, dass es zu mir kam. Also so langsam war ich noch nie. Aber es kann vorkommen, ihr seht ja, das Feuer, das kommt ja schon. Wenn ihr zu langsam seid, dann wird es das Feuer umbringen. Oh, okay, 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 nice, nice, nice. Ich hasse es, wenn Donkey Kong einfach so quer durch den Bildschirm irgendwelche Fässer rumschmeißt. Weil ich persönlich kann es überhaupt nicht predikten, wann das kommt oder welchen Pattern. Hab ich einfach keine Ahnung. Und yeah. Nice, nice. Mein Ziel ist jetzt noch versuchen, das Spiel nochmal durchzuspielen. Yeah. Jetzt wäre ich hier eh schon bei der zweiten Stage gestorben. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir die zweite Stage nicht haben, weil. AIDS. Die will niemand sehen. Also, vielleicht wollte die sehen, aber niemand will sie spielen, das kann ich euch sagen. Das ist einfach nur Luck basierend, finde ich. Zumindest für mich. Vielleicht bin ich einfach nur zu schlecht in der Stage. Kann auch gut sein.
Wie das Feuer kommt jetzt. Ach, ich wollte schon sagen, wer. Oh, und jetzt. Oder, oder? Oh, ich wollte schon sagen, Alter. Wäre das andere Pferd angekommen, wäre ich jetzt down. Und jetzt kommen wir. Lass mal versuchen. Der Hammer, soweit ich weiß, kam auch in Smash. Ja, natürlich kann er in Smash Bros. Auch wieder. Das ist jetzt ein ziemlich cooler, ziemlich cooles Item. Oh Gott, das Feuer. Ich finde es ja lustig, dass einfach das Feuer bei DK ist. Aber es juckt ihn einfach nicht. Ja, gut. Das sind auch seine Gegner. Keine Ahnung. Ich habe auch eh keine Ahnung, wie das eigentlich passieren konnte. Warum kämpfen die jetzt? Also doch, klar. Also. Ha, es ist schwer zu erklären, wie ich das meine. Und ich glaube, ich bin hier geflaxt. Kann das sein? Ja, bin ich. Runter, runter, runter. Wir gehen einen Umweg. Wir gehen einen Umweg. Ey, die kommt von allen Seiten! Hier hoch, 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 hoch. Nach da, nach da, nach da, nach da. Hoch, 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 hoch. Fuck. Kommt doch. Nein. Ja, nice. Geh nach oben. Bam. Komm runter, Bro. Bro, komm runter. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Alles klar. Yes! Besser als bei meinem Testrun. Ihr könnt mir mal eure, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so fandet. Oder auf welcher Konsole ihr das hattet. Das gab es ja auf Atari und sonst noch was. Das gab es auf vielen Konsolen, weiß ich. Naja, bei solchen Spielen zum Beispiel, da gibt es auch viele Ports. Aber ich kann gerade echt nicht sagen, auf welchen Konsolen es war. Ich weiß auf jeden Fall, auf Atari gab es das auch. Das kann ich euch sagen. Mehr weiß ich nicht. Ach, ach, Mist. So, was ich jetzt gesehen habe, habe ich jetzt gerade einen One-Up bekommen, dadurch, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Also einmal durchgemacht habe. Wenn ja, dann wisst ihr ja jetzt Bescheid. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, kann sein. Kann man ja ein Video wieder sehen, wenn man rückspult, ja. Wird ja wahrscheinlich so sein, ne? Okay, okay, nice. Ich habe drauf gehofft, dass es nicht runtergeht. Komm, weg mit dir. Ach, als ob die jetzt alle runtergehen. Ich wollte schon sagen, komm, hör mal auf, DK. Schmeiß mal so quer hin, damit du... Oder so. Oh, okay, okay, okay. Nice, 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 nice. Und durch. Yeah. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger als erwartet, aber... Ist ja kein Problem, wir können ja... Bis zu 20 Minuten machen. Werden wir nicht, sage ich euch, werden wir nicht, aber... Könnten wir. Und hopp, hui, yeah, hui. Ich weiß immer noch nicht, warum Mario in diesem Spiel blau ist. Ich meine, es sieht cool aus, klar, aber... Ich kann euch sagen, früher, also er war eigentlich geplant, dass das ja, King Kong ist und man ist ja als, dieser, als Popeye, glaube ich, heißt er. Ich weiß es nicht, ich hatte das nie geguckt. Und das sollte eigentlich Popeye sein und da sollte er eigentlich gegen King Kong kämpfen und seine Freundin halt retten, aber ja, Copyright-Gründe und so, kennt man ja. Und ja. Das ist dann der Grund, warum das nicht gemacht wurde. Oh, das war knapp. Yeah. Gut, welches ich schaffe? Okay, das ist jetzt die letzte Stage, danach höre ich auf. Yeah, okay. Vielleicht wisst ihr ja noch, welchen Highscore ihr hattet. Wenn ja, dann würde mich das wirklich interessieren, wie gut ihr eigentlich seid. Oder halt ohne Safe States, wie gut ihr seid. Ach, als ob! Ach Mann, der hat mich ausgetrickst. Naja, wie auch immer, ich hoffe, euch hat diese kleine Showcase, wie auch immer, gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da und ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben. Abo ist auch sehr gern gesehen und die Glocke anscheinend, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!